Nach dem Video zum Aufbau des Minimalsystems geht es jetzt um den Einsatz, also das Anlegen in diesem Fall. Ich habe jetzt mal alle Ausrüstung bereitgelegt. Es wird jetzt insgesamt etwas über 4 Minuten dauern. Das Neopren habe ich schon mal an, der Schnelligkeit halber. Die zweite Flasche liegt jetzt vorgestellt am Wasser. Ich mache es jetzt nur mal auf Monoflasche. Ja, das hier ist jetzt also das Minimalsystem. Das hatten wir ja schon. Erster Schritt. Den Knoten durchziehen. So, beim Legen dieses Ganzen führt jetzt der Knoten nach unten. Und das lange Bungee hängt dann nach außen einfach nur runter. Schnalle kurz provisorisch festmachen. Upp, so einfach ist das mit der Schnalle. Ja, von hinten sieht das dann so aus. Jetzt wird das Ganze nach vorne geführt, aber nicht so über die Schulter, sondern unter der Schulter her. Einfach nach hinten werfen. Dann wird es unter dem Gurtband durchgezogen. Da muss man jetzt nicht so rumfisseln. Ich habe es jetzt nur langsam gemacht fürs Video. Also unter dem Gurtband durch und dann durch die Öse im Knoten, also am Knoten. So ist das alles ein Stück. Nichts kann sich lösen. Nie kann irgendetwas irgendwo runterfallen oder eine Schnalle sich öffnen. Nach unten durchziehen. Einfach so, dass es nicht drückt. Dann nach vorne. Durchfädeln, festziehen. Sitzt. Jetzt das Ganze. Oh, ja, normalerweise habe ich keine Brille bei sowas an. Alles runter. Und schwupp anziehen wie ein normaler Harness halt. Sitzt, passt, wackelt. Zur Sicherung machen wir den noch dazwischen. Der ersetzt auch gleichzeitig die Schulter-D-Ringe, sodass man halt eben irgendwie seine Ausrüstung befestigen kann. Zum Beispiel halt jetzt mal die Flossen. Auf einer Seite ausklippen, ein bisschen würgen. Auf der anderen Seite wieder einklippen und schon hat man einen super Doppelender zum Aufhängen. Und schwupp. Hängt alles schön bequem vor Brust. Helm dazu. Jetzt mal was Wichtiges. Das Side Mount Bungee. Als 8 geknotet. Und angelegt. Hinten sieht das so aus. Ganz wichtig, die Pouch. Nicht nur wegen Ersatzmaske und so einem Kram. Nee, innen ist nochmal eine Boje drin, außen hängt eine dran. Ich habe ja kein Auftriebsmittel. Es muss ja für Oberflächenrettung, Bodysicherung und so weiter was zur Verfügung stehen. Die Flasche. Und einmal einhaken. Ich demonstriere jetzt mal, was das Bungee-System so kann. Ups, wo ist der Bungee? Ah, da. Und dran. Das trägt was. Damit kann man auch laufen, Leitern steigen oder sonst irgendwas. Jetzt hinten eingeklippt ist es natürlich zum Laufen nicht geeignet. Im Allgemeinen klippe ich grundsätzlich vorne ein, wenn ich laufe. Der Bungee hält das. Schwupp. Jetzt hängt das auch senkrecht. Damit kann man Kilometer laufen. Schön probieren kann ich, oder? Ja, das war's mehr oder weniger. Bis denne.